Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in Heidelberg. Ich darf die Gemeinde begrüßen und auch die Gäste, die unter uns sind. Einige sind von einer Hochzeit nicht übrig geblieben, aber hierher gekommen. Von Johannes Müller, manchen von euch ist er auch bekannt. Er hat hier eigentlich in unserer Nachbarschaft geheiratet und freuen uns, dass ihr da seid. Auch Familie Dassonville darf ich nochmal begrüßen. Zu den Abkündigungen ein paar spannende Dinge, die ich letztes Mal schon vorab gekündigt habe oder zum ersten Mal abgekündigt habe. Zum einen unser Bruder Raphael. Ist heute schon das zweite Mal, dass ich seinen Namen der Gemeinde weitersagen und anempfehlen darf als zukünftiger Ältester in unserer Mitte. So Gott will und so erwarten wir es auch, wird dann die Einsetzung wahrscheinlich am 1. November sein. Und dann hatte ich das Ehepaar Paffenholz angekündigt als Mitglieder in unserer Gemeinde zukünftige und auch jetzt noch die Familie Linderkamp. In beiden Fällen hatte ich das schon erklärt, ist das, weil sie sozusagen im Moment in einer freischwebenden Situation sind, wo sie nicht Mitglieder sind. Und sie wollen Mitglieder sein in einer Kirche, in dem Fall in unserer Kirche, und wir nehmen das auch ernst, trotz der ganzen Distanz. Natürlich wissen wir alle, dass sie nicht oft hier sein können. Aber wie gesagt, Ehepaar Paffenholz zum zweiten Mal und Linderkamp heute zum ersten Mal, möchte ich ihren Namen nennen. Und wenn es da auch keinen Widerspruch gibt in den nächsten zwei Wochen, dann werden wir am 15. November, merkt euch diesen Termin, am 15. November wird dann die Aufnahme sein von diesen beiden Parteien, Linderkamps und Paffenholzen, im Gottesdienst. Und das wird auch der nächste Abendmahlsgottesdienst sein. Also 15. November ist wieder Herrenmahl mit Aufnahme von neuen Mitgliedern und gemeinsames Mittagessen danach, um es noch komplett zu machen. Wunderbar, schöner Sonntag. Dann wollen wir uns jetzt auf diesen Gottesdienst vorbereiten, einige Augenblicke. Wir wollen uns erheben. Gemeinde Jesu Christi, im 110. Psalm hören wir über den Messias, den wir alle kommen, um ihn anzubeten, den König, den Priester und den Propheten. Über ihn hören wir: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. In heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Der Herr hat es geschworen, es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Amen. Wir wollen den Gottesdienst beginnen, indem wir miteinander bekennen: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir singen zum Lob Gottes aus dem Psalter, Psalm 134, die drei Strophen. Psalm 134.
ewiger, unsterblicher, unsichtbarer Gott, du bist unendlich an Macht und Weisheit und Güte und Barmherzigkeit, der du in einem unzugänglichen Licht wohnst, wo Tausend und Abertausende dir unaufhörlich dienen und 10.000 mal 10.000 vor dir stehen in Anbetung, und der du doch bei dem wohnst, der demütig ist und zerbrochenen Geistes und der zittert vor deinem Wort. Du findest Wohlgefallen an deinem Volk und schmückst die Elenden mit Heil. Du hast uns einen neuen und lebendigen Weg eingeweiht, durch den wir jetzt mit Freimütigkeit eintreten in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Du hast uns aufgefordert und eingeladen, dich, den Herrn, zu suchen, solange du zu finden bist, dich anzurufen, während du nahe bist. Und wir folgen diesem Ruf und wir kommen, um dich, unseren Gott, zu erheben, um niederzufallen vor dem Schemel deiner Füße. Herr, schau uns an nach deiner großen Barmherzigkeit und verwirf uns nicht vor deinem Angesicht, auch wenn wir völlig unwürdig sind. Komm, Herr, tu unsere Lippen auf, damit unser Mund dein Lob verkündige. Du bist sehr gefürchtet im Kreis der Heiligen, furchtgebietend über alle um dich her. Herr, gib uns die Furcht vor dir ins Herz, damit wir nie mehr von dir abweichen, sondern dir auf wohlgefällige Weise dienen, mit Scheu und Ehrfurcht. Herr, heilige uns durch und durch, so wie du selbst durch und durch heilig bist, damit du geehrt wirst von uns, von deinem ganzen Volk, das sich dir naht. Ergieße den Geist der Gnade und des Gebets aus über uns, damit er uns hilft, unseren Schwachheiten zu Hilfe kommt. Denn wir wissen nicht, was wir und wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist hilft uns. Der Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Er hilft, dass das geschieht, dass unsere Gebete so ernstlich werden, dass sie wirksam sind und erhört werden vor dir. Lass deinen Namen, lass dein Gedenken das Verlangen unserer Seele sein. Herr, hilf, dass wir uns dir nahen mit den Herzen und nicht nur mit den Lippen und Mündern und dich, den ewigen Geist, anbeten im Geist und in der Wahrheit. Herr, hilf, dass dein Wort zu uns redet in dieser Stunde und dass es von uns verstanden wird als dein Wort. Gib uns aufmerksame, wache, hörende Ohren und offene, verständnisvolle, willige, gläubige Herzen, dass wir deinem Ruf nicht widerstehen, dass wir deine ausgestreckte Hand nicht ausschlagen, dass wir deinen Rat, deine Korrektur nicht missachten. Lass uns bereit sein zu hören, damit unser Herz keine unbesonnenen Worte vor dir, vor dem lebendigen Gott ausspricht, denn Gott ist im Himmel und wir sind nur hier auf Erden. Herr, schreibe dein Gesetz auf unsere Herzen und Sinne, dass klar wird, dass du unser Lehrer bist. Lass dein Wort lebendig und wirksam sein, scharf, ein Richter der Gedanken, der Gesinnungen, des Herzens, mächtig zur Zerstörung von Festungen, um alle Vernunftschlüsse zu zerstören, alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen zu nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Herr, so wollen wir dich erheben mit Dank und den Namen Gottes loben mit einem Lied, wollen deinem heiligen Namen danken und uns glücklich preisen zu deinem Ruhm und zu deiner Ehre. Lass die Worte unserer Münder und das Sinnen unserer Herzen wohlgefällig sein vor dir. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Amen. Singt zum Lob Gottes das Lied Gott, Vater, dir sei Dank gesagt und Ehre, wie es abgedruckt ist im Faltblatt. Und das singen wir zur Melodie von Psalm 8, die den meisten von uns sehr gut bekannt sein dürfte. Oh, my God.
Und wer Gott, den Heiligen, gesehen hat in seinem Wort, der erkennt sich selbst, wie das die Heiligen immer schon getan haben, als Sünder, die wir sind. Und deshalb ist es logisch und folgerichtig, dass wir unsere Sünden bekennen miteinander, als Sünder, die in dieser Gemeinde alle solidarisch sind miteinander. Da ist nicht einer heilig und der andere ist ein Sünder, sondern wir sind alle Sünder. Wir bekennen unsere Sünden heute mit Versen aus Psalm 25, die wir im Wechsel lesen und bekennen, ich die dünn gedruckten Zeilen und wir als Gemeinde die fett gedruckten. Gedenke, o Herr, an deine Barmherzigkeit. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen. Der Herr ist gut und gerecht. Er leitet die Elenden in Gerechtigkeit. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er weiß ihm den Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen. Und sein Same wird das Land besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie erkennen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt. Sieh an mein Elend und mein Leid. Amen. Im selben Psalm sehen wir und haben wir gelesen, warum Gott uns vergeben wird, warum er uns vergeben hat. Nämlich in Vers 11 heißt es, um deines Namens willen, o Herr, vergib meine Schuld. Weil Gott Gott ist. Und weil er versprochen hat, im Bund den Seinen ihre Sünden zu vergeben, wenn wir an seinen Sohn, den verheißenen Sohn Jesus Christus, glauben, um seines Namens willen. Deshalb wird er uns und deshalb hat er uns vergeben, weil er treu ist. Und dafür wollen wir ihm danken. Wir wollen singen. Als Hinführung zur Predigt das Lied Liebster Jesu, wir sind hier, auf der vorletzten Seite des Faltblattes, die drei angegebenen Strophen. Zur Lesung der Heiligen Schrift und zum Gebet. Wir wollen beten, dass Gott uns hilft, sein Wort zu verstehen.
Herr, lass uns schmecken, wie köstlich deine Gnade ist, die du für uns hast. Lass uns Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Nähre uns mit den reichen Gütern deines Hauses, die du bereit bist, uns auszuteilen in dieser Stunde. Und hilf, dass wir in deinem Licht das Licht schauen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen aufschlagen miteinander, wer die Bibel zur Hand hat, zum ersten Buch Mose, Kapitel 20. Genesis 20 sind wir angekommen in der Predigtreihe, die Geschichte von Abraham und Sarah bei König Abimelech. Wir lesen die 18 Verse. Hört das Wort Gottes. Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadesh und Schur und erhielt sich als Fremdling in Gerar auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gerar, Sarah holen. Aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert, und er sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester, und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder? Habe ich doch dies mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan? Und Gott sprach zu ihm im Traum, auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet. Und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Da stand Abimelech am Morgen früh auf und rief alle seine Knechte zusammen und sagte ihnen dies alles vor ihren Ohren, und die Leute fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm, warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Abimelech fragte Abraham, in welcher Absicht hast du dies getan? Da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr, das musst du mir zuliebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, er ist mein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham und gab ihm seine Frau Sarah zurück. Abimelech sprach, siehe, mein Land steht dir offen, wo es dir gefällt, da lass dich nieder. Aber zu Sarah sprach er, sieh, ich habe deinem Bruder 1000 Silberlinge gegeben. Siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein für alle, die um dich sind, damit du in jeder Weise gerechtfertigt bist. Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott. Da heilte Gott Abimelech, seine Frau, seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen, um Sarahs, der Frau Abrahams, willen. Soweit die Lesung. Den Platz zur Predigt. Viele Menschen denken, die Bibel sei voller heiliger Geschichten über heilige Menschen, an denen wir uns selber ein Beispiel nehmen sollen, damit wir selber ein bisschen heiliger leben. So denken viele Menschen über die Bibel. Zumindest die, die die Bibel noch nie gelesen haben, denken so über die Bibel. In Wirklichkeit, wer nur die Nase für ein paar Minuten in die Bibel hineinsteckt, der sieht, dass die Bibel eigentlich voller skurriler Geschichten ist von sehr unheiligen Heiligen. Und das ist oft schwer mit dem Vorbild nehmen für uns. Wo und wie sollen wir uns jetzt daran bitteschön ein Vorbild nehmen, an dieser oder jener Geschichte? Noch letzte Woche haben wir gehört von Lot, von dem Neffen Abrahams, dem gerechten Lot, wie die Bibel sagt, der als Gerechter immerhin bereit war, seine beiden Töchter einem Vergewaltigungsmob vorzuwerfen, um seine Haut und die Haut seiner Gäste zu retten.
Den sollen wir uns als Vorbild nehmen. Und so ist es durch die Bank durch, in der Heiligen Schrift. Die Heiligen der Heiligen Schrift sind in einem Augenblick noch großartige Vorbilder, Vorbilder für uns, Vorbilder im Glauben, Vorbilder im Gehorsam. Und dann, vielleicht manchmal ein Kapitel später, stürzen sie auf die tragischste Art und Weise ab und fallen in die schlimmste Sünde, die man sich vorstellen kann, die sich wirklich niemand zum Vorbild nehmen möchte oder sollte. Und so ist es auch gewesen in der ganzen Abrahamsgeschichte, mit der wir uns schon einige Zeit beschäftigen. Abraham, der Glaubensheld von Kapitel 12 zum Beispiel, der mutig ist, der ausgezogen ist aus seinem Heimatland, auf ein Wort hin, ein Wort Gottes, ist er ausgezogen, alles hinter sich gelassen. Dieser Abraham, haben wir gesehen, steht unmittelbar neben Abraham, dem Feigling. Neben Abraham, dem Feigling, der vor dem Pharao in Kapitel 12 seine Frau schon einmal ausgegeben hat als seine Schwester und gelogen und betrogen hat, um seine Haut, vor allem seine Haut, zu retten. Nicht so sehr die Haut seiner Frau, die war bereit aufs Spiel zu setzen. Und auch hier ist es so, Abraham, der Glaubensheld, der mutig vor Gott aufgetreten ist, in Kapitel 18, wir haben uns das angeschaut, der vor dem Allmächtigen aufgetreten ist, um zu bitten, dass Gott vielleicht doch nicht sein Gericht bringen wird über Sodom und Gomorra, weil da vielleicht 40, 30, 20, 10 Gerechte sind. Dieser mutige Abraham steht auch hier unmittelbar neben dem feigen Abraham, von dem wir hier gelesen haben, der vor dem König Abimelech seine Frau wieder mal, ganz genauso eigentlich, als seine Schwester ausgibt und leugnet, dass sie seine Frau ist. Warum haben wir eine solche Geschichte in der Bibel und warum haben wir zwei solche Geschichten im selben biblischen Buch? Was soll das? Viele Christen verstehen das nicht, viele Prediger verstehen das nicht. Diese Geschichte aus Kapitel 20 wird deshalb oft nicht gepredigt. Ich habe mir einige Predigtreihen angeschaut von Predigern, wo immer wieder ein Loch ist bei Kapitel 20. Das haben wir ja schon Kapitel 12 behandelt. Ich weiß nicht, was ihr Beweggrund ist. Manche denken auch, das sei sowieso eine und dieselbe Geschichte. Vielleicht die Abschreiber haben sich ein bisschen vertan. Es war nicht Abimelech, war vielleicht nochmal Pharao oder was auch immer. Es ist eine und dieselbe Geschichte. Auch das wird behauptet. Aber wenn wir genau hinschauen, dann finden wir sehr wichtige Unterschiede zwischen diesen beiden Berichten. Unterschiede, die uns auf die richtige Spur bringen sollen. Etwas Grundlegendes zu verstehen über diesen Abraham und über diese Sarah. Ich denke, das soll uns schon vorneweg eines zeigen, nämlich dass es wichtig ist, dass wir die Bibel, dass wir auch zu Hause unsere Bibel heilsgeschichtlich lesen. Was bedeutet das heilsgeschichtlich? Das heißt, dass wir uns fragen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir solche Geschichten lesen, welche Rolle spielt diese Geschichte? Wie passt diese Geschichte hinein in das ganze Puzzle der Heilsgeschichte Gottes, die er geschrieben hat, die er noch schreibt? Angefangen bei Adam und Eva. Und bis zum Ende der Geschichte, bis zum Ende der Bibel, wie passt das da rein? Welche Funktion hat diese Geschichte? Es ist mindestens so wichtig, dass wir die Bibel heilsgeschichtlich lesen, wie dass wir versuchen herauszufinden, wie wir da drin vorkommen, wie wir da reinpassen. Natürlich sollen wir fragen, wo wir und wie wir gemeint sind in der Bibel, bei dem, was wir lesen. Aber was soll all das, wenn wir nicht die Geschichte kennen, die objektiven Tatsachen, die Gott getan hat, die er geschaffen hat, zum Heil. Natürlich sollen wir auch nach Vorbildern suchen in der Heiligen Schrift. Auch das ist legitim und das sollen wir. Aber die Bibel ist so viel mehr als nur ein Vorbild, ein Buch von Vorbildern für uns. Es ist immer wieder Fragen, was viele tun. Was können wir von Adam lernen? Wie können wir wie Adam leben? Oder wie sollen wir vielleicht nicht wie Adam leben? Was können wir von Lot lernen? Was können wir von Abraham lernen? In all dem müssen wir vor allem erkennen, wie die biblischen Personen, auch Abraham und Sarah, Vorbilder Jesu sind. Wie sie auf Jesus hindeuten, wie sie Schatten sind. Eigentlich Schatten, die Jesus Christus vorauswirft, lange bevor er diese Welt gekommen ist. Wir sollen nicht nur nach Vorbildern für uns Ausschau halten, sondern in der Heiligen Schrift vor allem nach Vorbildern Christi. Meine Lieben, da helfen uns oft die Bibelkommentare nicht weiter, weil sie oft kein Interesse haben an den großen
biblischen Linien, den heilsgeschichtlichen Linien, sondern vor lauter Bäumen oft den Wald aus dem Blick verlieren. Und in diesem Text haben wir beides. Wir haben zuerst Abraham, den Sünder, den schwachen Abraham, den feigen, den sündhaften Abraham, den sich wirklich niemand zum Vorbild nehmen sollte. Und dann sehen wir aber genauso deutlich einen ganz anderen Abraham. Ein Abraham, der weit über sich hinaus wächst, weit über sich hinaus deutet. Und dann in einem dritten Teil sehen wir auch dasselbe über Sarah, welche Rolle sie spielt in dieser Geschichte Gottes, in dieser Heilsgeschichte Gottes. Zum ersten also zu Abraham, dem Sünder. Warum diese zweite Geschichte von Abraham, der seine Frau ausgibt als seine Schwester, der sie verleugnet, der lügt wie gedruckt? Das ist die erste Sünde, die er tut. Er lügt, er betrügt, und zwar nur, weil er Gott nicht vertraut. Das ist die zweite Sünde und eine noch viel schlimmere Sünde. Er vertraut Gott nicht, immer noch nicht, weil er Angst hat vor dem König Abimelech, weil möglicherweise Abimelech ein völlig gottloser, verrohter Typ ist. Vor dem kann man ja nur lügen und betrügen. Ich denke, wenn Abimelech wirklich uns so beschrieben würde, als so ein verrohter, gottloser Typ, dann hätten wir vielleicht noch ein bisschen Verständnis, warum Abraham das tut. Hätten wir die List vielleicht noch verstanden. In der ersten Geschichte ist es ja so. In der ersten Geschichte, Kapitel 12, da lügt Abraham ja vor dem bösen Pharao. Wir wissen, wie böse die sind, die Ägypter. Aber hier, die Geschichte zeigt, denke ich, mit viel Ironie, mit eigentlich beißender Ironie, dass am Ende Abimelech, der vermeintlich Böse, der vermeintlich Wilde, der sich gar nicht beherrschen kann, der jede Frau, die er sieht, zu seiner eigenen Frau macht, in seinen Harem aufnimmt, am Ende ist Abimelech der Gerechte, viel gerechter als Abraham. Er verhält sich richtig, er verhält sich beispielhaft in dieser Geschichte. Gott bescheinigt ihm, Vers 6, dass er mit aufrichtigem Herzen gehandelt hat, dass er nicht gesündigt hat in all dem. Er ist sogar gottesfürchtig. Nicht gläubig wie Abraham in demselben Sinne, aber doch genug, dass er vor Gottes Gericht Angst hat und es fürchtet. Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Nur weil Abraham mich betrogen hat, willst du mich strafen und mein Volk? Steht im starken Kontrast zu Abraham, der nicht gerecht handelt hier, sondern sündigt. Und vielleicht, sicherlich sehr leicht, regen wir uns darüber auf, empören uns über diesen Abraham. Wie kann Abraham bloß, wie kann man bloß so doof sein? Zweimal, wir wissen nicht genau, wie lange das her ist, Kapitel 12, diese Geschichte, aber hat er denn nichts gelernt? Hat er nichts gelernt aus dieser ersten Geschichte und wie Gott daraufhin mit ihm umgegangen ist? Jetzt macht er nochmal ganz genau denselben Fehler. Und hat er nicht mittlerweile gelernt, dass er Gott doch wirklich vertrauen kann? So vertrauen kann, dass dieser Gott auch seine Ehe beschützen wird, auch von dem größten Wilden. Ja, Gott hat doch versprochen, diese Ehe zu beschützen. So zu beschützen, dass am Ende sogar ein eigener Sohn daraus hervorgehen wird. Hat Abraham das nicht gelernt? Aber wenn wir ehrlich sind, dann reflektiert das doch alles unser eigenes Wesen. Wie lange sind wir schon mit Gott unterwegs? Wie lange bekennen wir uns schon zu Jesus Christus? Und wie oft sündigen wir aus Unglauben, aus Misstrauen gegenüber Gott und oft auf die immer selbe Weise? In derselben Versuchung geben wir auf dieselbe Art und Weise nach und sündigen auf dieselbe Art und Weise. Komischerweise sind wir bei uns sehr geduldig. Bei anderen nicht so sehr. Ich denke, das sollte uns sehr bekannt vorkommen. Und das ist sicherlich das Erste, was wir hier lernen sollen, dass wir auch so sind. Wir sind genauso langsam zu kapieren, langsam zu vertrauen auf Gott. Auf den Gott, mit dem wir schon jede Menge gute Erfahrungen gemacht haben. Dass er treu ist, vertrauenswürdig ist. Wir sind oft feige und misstrauisch. Wir meinen, wir müssen unser eigenes Schicksal in die Hand nehmen, durch irgendwelche Schliche, durch irgendwelche Abkürzungen, weil Gott sich anscheinend nicht so richtig um uns kümmert, weil wir ihm vielleicht nicht so wichtig sind oder diese Sache ihm nicht so wichtig ist. Aber doch lässt Gott uns nicht fallen, so wie er Abraham nicht
fallen lässt. Den großen Abraham, der immer wieder so spektakulär sündigt, lässt Gott nicht fallen. Und das ist dann auch das Zweite, was wir hier sehen sollen. Calvin bringt es auf den Punkt, denke ich, wenn er sagt, ich zitiere ihn aus seinem Kommentar, in dieser Geschichte zeigt uns der Heilige Geist menschliche Schwäche und göttliche Gnade. Und das ist die Kombination, das sehen wir hier. Menschliche Schwäche, unglaublich große menschliche Schwäche, aber auch die unglaublich große göttliche Gnade. Und es ist gerade die Sünde Abrahams, seine Schwachheit, seine Untreue, gerade das ist hier in dieser Geschichte die Kulisse, vor der sich die Treue Gottes abspielt, im Kontrast, und sie so richtig zum Strahlen kommt, oder nicht? Gott hat Abraham erwählt als seinen Partner, als seinen Bundespartner, und in diesem Bund, in diesem Gnadenbund sehen wir immer wieder tausendfach, als ein Muster sehen wir darin, wie der Mensch versagt, der Mensch, der Bundespartner Gottes versagt und sündigt immer wieder. Aber Gott, niemals. Gott kündigt ihm den Bund niemals auf. Gott wird niemals untreu, wie es Paulus so schön sagt. Und ich denke, das ist die Essenz des Gnadenbundes, die Essenz des Evangeliums. Paulus sagt, wenn wir untreu sind, und das ist kein Wenn in dem Sinne, wenn es vielleicht möglicherweise mal passiert, sondern immer wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann es nicht. Und nicht nur wird Abraham hier gerettet durch Gottes Gnade und Sarah gerettet von dem gnädigen Gott, trotz ihrer Sünde, sie werden sogar noch belohnt, wie wir es gelesen haben. Sie werden reich belohnt am Ende der Geschichte. Sie werden belohnt, obwohl sie ungehorsam und untreu und ungläubig waren, misstrauisch waren. Sie werden belohnt, sie kriegen Schafe, Rinder, Knechte, Mägde und dazu noch diese völlig lächerliche Summe von 1000 Silberlingen. Ein Kommentar sagt dazu, das ist so viel, wie ein gewöhnlicher babylonischer Arbeiter in 167 Jahren verdient hätte. In 167 Jahren. Was ist das anderes als ein Bild der überströmenden Gnade Gottes im Bund, der Bundesgnade Gottes im Leben der Heiligen, die er erwählt hat, die er berufen hat, die ein Heil bekommen, das sie nicht verdient haben und die einen Lohn bekommen. Wir bekommen einen Lohn, den wir in 167 Jahren nicht verdient, den wir in 1000 Jahren nicht verdient haben. Trotz der Sünde hält Gott an Abraham fest und beweist seine Treue an ihm umso mehr. Und so ist es auch bei uns. Und das bei Abraham gilt, wie viel mehr gilt das von uns, die wir mindestens schlimme Sünder sind, denen Gott auch treu ist, trotz unserer Sünde. Und es gilt dann auch von der Kirche, oder nicht? Die Kirche ist auch keine Gemeinschaft von völlig hundertprozentigen Heiligen. Leider nicht. Im Gegenteil, sie besteht aus Sündern, die gerettet wurden, aber aus Sündern. Und diese Sünder gebraucht Gott jetzt in der Welt, um der Welt das Evangelium mitzuteilen, seine Gnade mitzuteilen. Für die Kirche gilt menschliche Schwäche, aber Gottes Gnade, diese Kombination. So viel zu Abraham, dem Sünder, aber dann sehen wir, wie gesagt, zweitens noch einen ganz anderen Abraham hier und das, denke ich, ist die eigentliche Aussage von dieser Geschichte. Nicht Abraham, den Sünder, sehen wir dann, sondern Abraham, der ein besonderes Amt hat, eine besondere strategische Stellung innerhalb dieses Planes Gottes, innerhalb des Heilsplanes Gottes mit der Welt. Wo sehen wir das? Das sehen wir schon in Vers 7, in dem Traum, in dem Gott zu Abimelech spricht und sagt zu Abimelech, so gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben, weil er ein Prophet ist, wirst du am Leben bleiben. Hier ist der Blick nicht auf Abraham, dem Sünder, sondern auf Abraham in seinem Amt. Wir haben schon gesehen, wie Abraham in Kapitel 14 beschrieben wurde als ein König, eigentlich kein echter König, weil er kein Königreich hatte, aber er hatte die Rolle eines Königs. Und hier nennt Gott selbst Abraham einen Propheten, als hätte Gott vergessen, wie Abraham sich gerade blamiert hat, wie er gerade gesündigt hat. Er sagt, Abraham ist ein Prophet.
Und in Vers 17 tritt Abraham auf als ein Priester. Wie wir das auch gesehen haben, schon in Kapitel 18, ein Priester, der stellvertretend für die Städte Sodom und Gomorra gefleht und gebeten hat, wie er hier bittet für Abimelech und Abimelechs Familie. Und weil er ein Priester ist, wird Gott ihn auch hören. So sagt es Gott. Und Gott wird Abimelechs Leben verschonen, ihn heilen, seine Frau heilen, weil Gott ihn eingesetzt hat in diesem Amt als ein Priester. Das heißt, Abraham, der Sünder, der Abimelech ja erst in diese verzwickte, in diese gefährliche Lage gebracht hat, dass Gott ihn jetzt richten will, dass Gott ihn jetzt töten will sogar. Derselbe Abraham in seinem Amt als Priester wird Abimelech am Ende retten aus dieser Misere. Durch seine Fürbitte, durch seine Stellvertretung vor dem Vater im Himmel. Und das, meine Lieben, ist nicht der Punkt, wo wir uns fragen, welches Beispiel können wir uns an Abraham nehmen? Nein, in diesem Amt, in dieser strategischen Position, die Abraham hat, in der Geschichte Gottes, in der Heilsgeschichte, wo Gott ihn gebraucht als König, als Priester und als Prophet, da werden wir alle Christen an die Hand genommen, um wegzuschauen von uns. Wegzuschauen von uns, von unserer Sünde und hinzuschauen auf den noch viel größeren, auf den vollkommenen Abraham, der eines Tages kommen wird, wie es Abraham verheißen wurde. Und der auch ein König und Priester und Prophet sein wird, nämlich unser Herr Jesus Christus. Und das habe ich nicht erfunden, Jesus selbst sagt uns das. Jesus selbst vergleicht sich immer wieder mit Abraham in seinem Dienst. So oft und so sehr tut er das, dass die Juden ihn deshalb einige Male für wahnsinnig gehalten haben. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Die Propheten sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Was machst du dir an, dich mit Abraham zu vergleichen? Jesus antwortet darauf einmal in Johannes 8, er sagt, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Darauf sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und wo? Wo war oder wo ist Christus? Ehe Abraham war. Wo ist er? Im Leben Abrahams. Er war da im Abbild Abrahams als König, der sein Volk, das Bundesvolk, beschützt. Er war da als Prophet, der seinem Volk den Bund ankündigt, wie Abraham. Und er war da, hier in dieser Geschichte, in Abraham, dem Priester, der auch noch für den allerletzten Gerechten in dieser Welt eintritt, damit auch er gerettet wird, durch den Glauben gerettet wird. Und er war da in Abraham, dem Priester, der bereit war, das werden wir in den kommenden Wochen sehen, der bereit wurde, sogar seinen eigenen Sohn zu opfern. Auch darin war Jesus Christus da. Jesus war da in Abraham, in dem er ein Priester wurde und ein Opfer. Sich selbst opferte am Kreuz für uns. Und dann sehen wir, dass sich hier alles umdreht. Im ersten Teil haben wir gesehen, der Mensch Abraham ist ein Sünder wie du und ich. Und ironischerweise ist Abimelech gerechter als Abraham, aber hier dreht sich alles um. Abimelech fürchtet zwar Gott auf einer bestimmten Ebene, hat er Gottesfurcht, er fürchtet sich vor dem Gericht, er fürchtet sich vor Strafen, aber er glaubt nicht wirklich. Er glaubt nicht an Abraham oder besser durch Abraham, an den wahren Priester, an den er eigentlich glauben sollte, der für das Evangelium steht, wie es Abraham tut. Er glaubt nicht an Jesus Christus, den vollkommenen Hohenpriester, den Abraham repräsentiert und an den Abraham selbst geglaubt hat, als er das tat. Und so bekommt Abimelech am Ende gerade mal das körperliche Heil, körperliche Unversehrtheit zurück, aber er bekommt nicht das ewige Leben, er bekommt nicht das ewige Heil, davon ist keine Rede. Die Frage ist, wie ist das bei uns, wie ist das bei dir, wie ist das bei mir? Sehen wir in Abraham
dem Priester das ganze Evangelium? Reicht uns das, dass wir hier lesen, dass wir froh werden, dass Gott nicht mit uns handelt, wie er eigentlich sollte, nach unseren Sünden, sondern nach seiner Gnade? Sehen wir das darin? Dass Gott sich selbst treu ist, auch wenn wir untreu sind? Dass er uns gnädig ist, um seines Sohnes willen? Aber drittens und letztens sehen wir, und das ist, finde ich, besonders spannend hier, auch etwas über Sarah, über die Frau Abrahams und über die Rolle, die sie spielt in dieser ganzen Geschichte. Während sie in der ersten Geschichte, in Kapitel 12, wo Abraham über sie lügt, eigentlich noch völlig im Hintergrund steht, sie kommt kaum vor, es ist eigentlich nur eine Randnotiz, Abraham steht im Zentrum. Hier steht sie eigentlich im Vordergrund. Und zwar sind es zwei Dinge, die auffallen in dieser Geschichte. Das erste ist ihre Reinheit. Es ist wichtig, sehr wichtig für den Verlauf der Geschichte, dass Sarah sowohl in Ägypten damals als auch jetzt hier bei Abimelech unbeschmutzt geblieben ist. Das ist wichtig, das ist dem Erzähler Mose wichtig, das betont er. Dass es nicht zur Ehe, zum ehelichen Vollzug gekommen ist, damals und jetzt bei Abimelech, dass es nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen ist, sondern dass sie durch und durch rein dasteht. Nachdem Abimelech den Betrug aufdeckt, den Betrug Abrahams, will er alles wieder gut machen. Vor allem bei Sarah, das wird hier betont in diesem Bericht. Und er will ihre Ehre wiederherstellen. Und er sagt zu ihr, Vers 16, siehe, er redet zu Sarah, ich habe deinem Bruder 1000 Silberlinge gegeben. Siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein für alle, die um dich sind, um ihre Scham, ihre verletzte Ehre zu bedecken, damit du in jeder Weise gerechtfertigt bist, in jeder Weise. Vor der ganzen Welt, damit niemand denkt, da sei irgendwas passiert. Und die Wiedergutmachung, die Abimelech leistet, ist so übertrieben eigentlich, dass wirklich die ganze Welt das kapieren soll und kapieren muss. Da ist nichts passiert, Sarah wurde nicht angerührt, Sarah ist rein. Warum ist das so wichtig? Genauso wie Abraham sehen wir hier Sarah nicht so sehr als Privatperson. Als Privatperson, als Einzelperson war sie auch eine Sünderin, wie du und ich. Aber hier sehen wir sie in der Rolle, die sie erfüllt, zu erfüllen hat, in der Heilsgeschichte. Das ist etwas anderes. Gott hat einen großen Plan, einen wunderbaren Plan zur Errettung der Menschheit, der Auserwählten durch die Jahrtausende hindurch, den er verfolgt. Aber dieser wunderbare Plan, den er in der Ewigkeit sich ausgedacht hat, dieser Plan muss durch eine Engstelle, er muss durch einen Trichter hindurch, wie durch einen Flaschenhals. Der ganze Plan Gottes muss durch einen Flaschenhals. Und das ist der Flaschenhals, die Engstelle, dass Gott selber versprochen hat, der verheißene Nachkomme, der kommen wird, durch den die Welt gesegnet wird, durch den die Welt gerettet wird. Er muss kommen von Sarah, aus ihrem Leib. Ohne Tricks, wie es Abraham versucht hat mit der Magd, von Abraham und Sarah wird er kommen. Und ich denke, so steht Sarah ganz deutlich da mit der Erwartung, mit der Hoffnung eines Sohnes, eines auserwählten Sohnes, steht sie mitten zwischen zwei anderen wichtigen Frauen der Heilsgeschichte. Nämlich Eva am Anfang der Heilsgeschichte und Maria am Höhepunkt der Heilsgeschichte. Eva ist die Frau, das wissen wir, die am Anfang steht, am Anfang der Heilsgeschichte. Ihr hat Gott das Evangelium verheißen, keine andere Botschaft, dasselbe Evangelium durch einen eigenen Sohn. Kapitel 3, Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, sagt Gott zur Schlange, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, der Same der Frau, der Same Evas wird das tun. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und so hieß Eva, wenn wir uns erinnern, in prophetischer Vorausschau hieß Eva, oder wurde sie Eva genannt, denn, heißt es dort, sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Die Mutter aller Lebendigen. Und schon da haben wir gesehen, dass es um ein wahres Leben geht, nicht das körperliche Leben, sondern ein geistliches Leben. Darum ging es bei ihr.
sehen wir bei ihren Nachkommen. Sie hatte verschiedene Nachkommen, Eva, aber nur einer war am Ende der auserwählte Sohn, der verheißene Sohn. Und Maria auf der anderen Seite, Maria ist die Frau, die am Höhepunkt der Heilsgeschichte steht. Ihr hat Gott auch das Evangelium verheißen, durch einen eigenen Sohn. Matthäus 1, Vers 21 heißt es über sie: Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Wir kennen alle die Geschichte, wir wissen, wie sie erst gerade verlobt war mit Josef. Und die Evangelien betonen da auch, sie gehen weit über das Normale hinaus, um zu betonen, dass sie noch nicht zusammengekommen waren. Da ist noch nichts passiert, sie war noch rein. Damit sie erwies, dass sie vom Heiligen Geist schwanger war, heißt es. Das war wichtig. Und Josef dachte, dass da nicht irgendwas nicht ganz stimmt, irgendwas nicht ganz koscher ist. Er wollte sie eigentlich verlassen, aber auch da heißt es, er wollte sie nicht der Schande preisgeben. Er wollte dafür sorgen, dass ihre Reinheit nicht angetastet wird. Das war wichtig. Es war wichtig, dass Maria keinen anderen Mann gehabt hatte, sondern dass sie noch in der Tat Jungfrau war. Dass sie rein war. Und warum war das wichtig? Weil die alte Verheißung ja lautete, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Einen Sohn, der wirklich dann Sohn Gottes ist, nicht einen anderen Mannes. Natürlich ist das nicht dasselbe, das ist mir klar. Marias Jungfräulichkeit und Sarahs Unversehrtheit ist nicht dasselbe. Sie war ja keine Jungfrau mehr, aber sie hatte noch kein Kind geboren. Und interessanterweise sind beides in der Bibel Bilder für das Evangelium, für das ganze Evangelium. Die Jungfrau, die dann doch empfängt, ein Kind bekommt als Jungfrau, das ist ein Wunder, das ist ein Bild des Evangeliums. Und die Unfruchtbare, die dann doch ein Kind bekommt, deren Mutterleib Gott öffnet auf wundersame Art und Weise, auch das ist ein Bild des Evangeliums, wenn sie ein Kind bekommt, in Jesaja zum Beispiel. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen über diese Frau, Sarah, nicht nur ihre Reinheit, sondern auch ihre Fruchtbarkeit. Wir sehen zum Schluss, nicht ohne eine gewisse Ironie wieder, in Vers 17, Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott, als Priester. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen, um Sarahs, der Frau Abrahams, willen. Was bedeutet das? Das heißt doch, solange unsicher war, was mit dieser Sarah passieren würde. Solange sie gefangen war bei Abimelech, in diesem Betrug gefangen war, solange sie ihre Stellung, ihre Position im Rahmen der Heilsgeschichte nicht erfüllen, nicht einnehmen konnte, war nicht nur sie unfruchtbar, sondern alle Frauen aus dem Haus Abimelechs waren unfruchtbar. Sozusagen kollektiv mit ihr waren sie alle unfruchtbar. Erst als sie freigelassen wird, erst als ihr Ruf ohne jeden Zweifel wiederhergestellt wurde, werden die Frauen wieder fruchtbar. Und nicht nur das, wenn wir zwei Verse weiterschauen, das ist immer gut beim Bibellesen, dass man schon mal ein bisschen weiterschaut, wenn wir zwei Verse weiterschauen, Kapitel 21, sehen wir als allererstes, dass das, was hier passiert, ein Zeichen ist, ein Zeichen für die Fruchtbarkeit Sarahs. Die Unfruchtbarkeit Sarahs wird an dieser Stelle nämlich auch geheilt und weggenommen. Gott öffnet auch ihren Mutterleib. Das ist der wichtigste Mutterleib, der an dieser Stelle geöffnet wird, im Sinne der Heilsgeschichte. Sarah wird damit zur zweiten Eva, zur Mutter aller Lebendigen, weil die Heilsgeschichte nur durch ihren Mutterleib fortgesetzt werden kann. So hat es Gott versprochen. Und Sarah wird damit auch zu einem Vorbild, zu einem Schatten Marias, wenn wir so wollen, der Jungfrau, die dann im höchsten Grad die Mutter aller Lebendigen wird, in einem geistlichen Sinn, durch ihren Sohn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, so wird diese Geschichte, die anfängt mit einem Versagen, die anfängt mit Sünde, mit der Sündhaftigkeit Adams, die wir selber nur allzu gut kennen. Eine Geschichte über Abraham, der dann als König und als Priester und als Prophet
nichts weniger ist als ein Vorläufer Christi. Eine Geschichte über Sarah, die Mutter der Lebendigen, Vorbild der wahren Mutter aller Lebendigen, nämlich Marias, die Mutter Gottes, die Mutter Jesu. Und wer da noch denkt, diese Geschichte sei unnötig, könnte man leicht überspringen, sie sei unwichtig, bloße Wiederholung oder nur ein Beispiel dafür, wie wir vielleicht leben oder wie wir vielleicht nicht leben sollen, der bringt sich selbst um das Evangelium aus dieser Geschichte. Wir wollen das nicht tun, wir wollen staunen darüber, wie deutlich uns hier das Evangelium entgegenschlägt, dass Gott unsere Sünde ernst nimmt, dass Gott unsere Sünde bitter ernst nimmt, dass er sie tot ernst nimmt, dass er aber für uns einen Priester berufen und bestellt hat, dessen Fürbitte er immer hört und annimmt und der in Ewigkeit bleibt, nicht wie Abraham, der davon musste, sondern ein Priester, der in Ewigkeit bleibt und von dem es heißt im Neuen Testament, im Hebräerbrief, er kann jetzt diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten, für immer, für jede einzelne Sünde. Und lasst uns auch von Herzen glauben, dass Maria als die zweite Sarah die Mutter der Lebendigen geworden ist, indem sie diesen verheißenen Sohn, den Messias Jesus Christus, geboren hat, zur Welt gebracht hat. Lasst uns das glauben. Und warum? Weil jeder, der das glaubt, der an diesen Messias, Priester glaubt, das ewige Leben hat. Amen. Wir beten. Wir danken dir, Herr, unser Gott und Vater, dass du deine Geschichte, die Heilsgeschichte, die du von Ewigkeit her geplant hast, nicht durchführst mit vollkommenen Heiligen, die es nicht gab, bis Jesus Christus kam und die es seither auch nicht mehr gibt auf dieser Welt, sondern du schreibst deine Geschichte mit Sündern und du schreibst deine Geschichte für Sünder, dass dein Evangelium eine Arznei ist für Kranke, die einen Arzt brauchen. Wir danken dir, Herr, dass du deinen Sohn gesandt hast als wahren Priester und Propheten, der nicht nur heute, sondern jeden einzelnen Tag, jeden Moment für uns eintritt, zu deiner Rechten, zu unserem Heil. Und wir danken dir, dass du so auch Sünder wie uns annimmst, durch ihn, nach uns das Leben schenkst, und dass du uns sogar gebrauchst, um diesen Plan weiterzuführen, weiter zu erfüllen, bis auch der letzte Auserwählte, der letzte Gerechte zum Glauben findet durch das Evangelium und nach Hause findet in dein Reich. Also rüste uns aus mit allem, was wir brauchen, um dir gehorsam zu sein, die Kraft zum Gehorsam und die Kraft zum Glauben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen miteinander singen als Antwort den Psalm 135 aus dem Psalm bzw. aus dem Faltblatt. Psalm 135, die drei angegebenen Strophen. Wir wollen uns dazu erheben.
Der Glaube kommt aus dem Hören des Evangeliums, und wir wollen an dieser Stelle unseren Glauben bekennen miteinander. Wir tun das heute mit zwei Fragen aus dem Heidelberger Katechismus, worin wir, wenn wir genau hinschauen, sehen und bekennen, dass schon bei den Erzvätern, das heißt auch schon bei Abraham, das eine und selbe Evangelium angekündigt wurde, ganz deutlich. Ich stelle die Frage und wir als Gemeinde wollen mit den Antworten antworten. Wer ist denn dieser Mittler, der zugleich wahrer Gott und ein wahrer, gerechter Mensch ist? Unser Herr Jesus Christus, der uns zur vollkommenen Erlösung und Gerechtigkeit geschenkt ist. Woher weißt du das? Aus dem heiligen Evangelium. Gott selbst hat es zuerst im Paradies offenbart, dann durch die heiligen Erzväter und Propheten verkündigen lassen, durch die Opfer und andere Bräuche des Gesetzes vorgebildet, zuletzt aber durch seinen einzig geliebten Sohn erfüllt. Amen. Wir nehmen nochmal Platz. Wir hören auf das Gesetz. Das Gesetz ist nicht der Weg zur Erlösung, der Weg, gerettet zu werden, sondern es ist der Wille Gottes für unser Leben, das Leben von Sündern, die geheiligt sind und geheiligt werden. So hören wir auf dieses Gebot, um es auch aus Dankbarkeit zu halten und zu erfüllen. Im Gesetz Gottes heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst ja kein Bildnis noch irgendein Gleichnis von Gott machen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, du sollst nicht begehren, was deinen Nächsten gehört. Amen. Möge Gott uns stärken, dass wir nach diesen Geboten leben, je länger, je mehr. Wir beten miteinander und bringen Gott unsere Fürbitten. Mächtiger Gott, unser Vater, du hast uns verheißen, dass wir dich im Namen deines Sohnes, unseres großen Hohenpriesters, bitten werden. Das willst du uns geben, das willst du uns gewähren. Durch deinen Sohn hast du uns befohlen, dass wir uns in deinem Namen, in seinem Namen versammeln. Und das ist verbunden mit der Verheißung, dass du selbst mitten unter uns sein wirst, um uns zu segnen, um uns zu hören, um uns zu retten. Und hast uns aufgetragen, für die Obrigkeit zu bitten, für die Regierung, die du eingesetzt hast, auch über uns, zu bitten für die Anliegen deines Volkes und auch für alle Menschen. Wir wissen, dass unser Bitten und Flehen sich gründen muss auf den Dienst unseres Mittlers, Jesus Christus. In seiner Gerechtigkeit treten wir vor dich, vor deinen Thron. Und so bitten wir dich, himmlischer Vater, für alle Machthaber, Einflussreichen, für die Verantwortlichen in unserem Land, in unserer Stadt. Gib, dass sie in Ehrfurcht vor dir, vor deinem Gebot, ihr Amt ausüben, dass sie selber zu wahrem Glauben an den Herrn der Herren kommen, dem du alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben hast, dass sie sich unter seine Hand demütigen. Hilf, dass wir unter ihrer Regierung ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Wir bitten dich weiter, unser Vater, für alle, die du zu Hirten und Seelsorgern in deinem Volk, der Gemeinde, berufen hast, zu dienen an deinem Volk. Für die, die mit der Ausrichtung deines Evangeliums anvertraut und berufen sind, regiere sie mit deinem Heiligen Geist, sodass sie in ihrem Dienst, besonders am Ende, erfunden werden als treue und fleißige Arbeiter und Diener in deiner Ernte. Herr, erlöse die Gemeinde vor reißenden Wölfen und Mietlingen, die ihren eigenen Vorteil suchen und nicht die Ehre deines Namens und das Heil deiner Herde. Wir bitten dich, unser Gott und Vater, für alle Menschen ohne Unterschied. Du willst erkannt werden als Heiland der ganzen Welt. Du hast deinen Sohn gegeben, um mit seinem Blut Menschen zu erkaufen aus allen Nationen und Völkern und Sprachen und Stämmen. Es ist dein Wille, dass die, die in Finsternis noch gefangen sind, durch die Erleuchtung des Geistes, durch die Predigt des Evangeliums
auf den rechten Weg gebracht werden, den Weg, der zum Heil führt, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen, und den du gesandt hast, deinen Sohn Jesus Christus. Wir bitten dich als Vater der Barmherzigkeit für alle, die du selbst mit Trübsal und Last und Herausforderung heimsuchst, die beladen sind und leiden unter Krankheit, unter Krieg und Hunger und Armut, Gefangenschaft, obwohl sie zu dir gehören. Gib ihnen in all dem deine väterliche, gute Hand zu erkennen, die sie ja für eine Zeit züchtigt, aber zu ihrem Besten, zu ihrem Heil. Gib, dass sie über sich selbst verzweifeln. Wir alle über uns selbst verzweifeln und uns ganz bergen bei dir, dem Fels unseres Heils. Und nimm dich auch unser an, die wir versammelt sind, um zu hören auf dein Wort, zu glauben an dein Wort zu tun. Er hilft, dass wir unsere Sünden erkennen und dass wir sehen, dass in uns nichts Gutes ist, dass Fleisch und Blut dein Reich nicht erben kann, sondern gib, dass wir deinen Sohn, unseren einzigen König und Priester und Propheten, als unseren Heiland ergreifen. Und dass er durch den Geist in uns Wohnung nimmt, dass er unseren alten Menschen tötet und uns zum neuen Leben erneuert. Wir bitten gemeinsam mit den Worten, die du selbst, Herr, uns als deine Jünger gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns erheben zum Schlussgesang und singen das Lied Nummer 23 aus dem Gesangbuch »Wie groß ist des Allmächtigen Güte«. Und während wir das singen, geht das Körbchen durch die Reihen, wollen wir die Kollekte einsammeln. Und die Kollekte, wir erinnern uns, ist nicht eine Notwendigkeit, weil die Gemeinde eben auch irgendwo Geld braucht, sondern es ist ein Akt der Anbetung, dass wir, die wir auf Gott vertrauen, der uns alles gibt, was wir brauchen, im Glauben und Vertrauen auf ihn auch etwas zurückgeben für den Dienst der Gemeinde. Nummer 23, Strophe 1 bis 4. Allmächtigen Güte ist der ein Mensch, der
Fangt nun den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.